Eichhörnchen sind ja nicht gerade selten im Kurpark Bad Homburg. Aber das hier ist dann doch ein besonderes Exemplar. Gestatten, Hazel, Maskottchen der Bad Homburg Open. Ab Sonntag trifft sich hier auf Rasen die Tennis-Elite der Damen. Mit dabei die frühere Nummer 9 der Welt, Andrea Petkovic, die als Darmstädterin auf ihren Heimvorteil setzt. Ich spiele selten vor Familie. Meine Eltern und meine Schwester kommen ab und zu mal mit zu Grand Slams, aber so wirklich die größere, und ich habe ja 8 Cousinen, und so die größere Familie und der erweiterte Freundeskreis, der da nicht mit zu Turnieren kommt, der kann jetzt mal vorbeikommen. Ich spiele immer am besten, wenn ich vor Publikum spiele und vor allem vor Heimpublikum, deswegen freue ich mich da drauf. Freuen darf sich auch die Stadt Bad Homburg, dass die Gemeinde für eine Woche als die deutsche Ausgabe von Wimbledon im Fokus steht. Die Bad Homburger sind im Tennisfieber, also das passt alles. Wir sind ja eine sehr sportbegeisterte Stadt, haben eine riesen Historie. Bad Homburg ist ja der Ort, wo das erste Mal auf dem europäischen Kontinent auch Tennis gespielt wurde. Wir haben den ältesten Tennisclub auf dem europäischen Kontinent, sind ein Jahr älter als Wimbledon sogar. Also von daher, die Rahmenbedingungen stimmen, und das hat natürlich eine Signalwirkung. Nicht nur in Bad Homburg, nicht nur in Hessen, bundesweit, landesweit. Das Turnier wird ja auch in 120 Länder übertragen. Tennis auf dem europäischen Festland begann also genau hier in Bad Homburg. Kurgäste aus England brachten das Spiel 1876 mit, und schon damals standen Frauen auf dem Grün, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Auf dem Bild ist eine Dame bereits im Doppel zu sehen, also das war ein gemischtes Doppel. Und die Damen durften schon spielen, allerdings in den hinteren Reihen. Denn die Damen hatten ja noch viel mehr Kleidungsvorschriften zu beachten als die Männer, die ja in langen Hosen spielten. Aber die Damen mussten in vollem Outfit eines Kurgastes spielen. Und das bedeutete natürlich, viel Laufarbeit war da nicht. Natürlich muss auch über den Rasen geredet werden. Denn für die Bad Homburg Open ist das Beste gerade gut genug. Das große Vorbild kann in dem Fall nur Wimbledon sein, und nach dem orientiert sich eigentlich auch jeder, der sowas betreibt bzw. pflegt. Wobei ich sagen muss, das Wetter spielt uns nicht wirklich in die Hände. Es ist jetzt nicht unbedingt das tolle Rasenwetter, aber auf der anderen Seite müssen wir auch damit leben, und für die Zuschauer und für die Veranstaltung an sich ist es natürlich ein toller Gewinn, ja. Kein Wunder also, dass die wegen Corona sowieso spärlichen Tickets schon ausverkauft sind. Denn Topstars wie Angelique Kerber, Simona Halep oder Andrea Petkovic verwandeln Bad Homburg ab Sonntag zum Nabel der Tenniswelt.